Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oceanhorn. Und ja, wir haben das letzte Mal einen wirklich... meine Nerven sind immer noch angespannt von dem Kampf in der letzten Folge. Warum steht der... warum können wir jetzt mit denen reden? Hallo? Hast du schon von der legendären Waffe Korallensäbel gehört? Gerüchten zufolge ist er zusammen mit den Sea Lords, mit Sea Lords Leiche am Brandungsriff, klar. Was war das? Ja, wie gesagt, ich bin immer noch die Nerven angespült worden. Brandungsriff. Wir haben eine neue Insel enthüllt. Also lohnt es sich wohl nochmal mit denen zu reden. Hallo, was sagst du? Du bist ein guter Schwertkämpfer. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Ja, wir... Hallo? Hallo? Es gibt nur Hoffnung für uns, Orvrus. Ja, müssen wir jetzt... Die Flaschenpost, die haben wir schon. Die hatten wir schon mal gelesen. Warum habe ich noch den Key? Den Master Key? Gibt es hier auf der Insel noch was zu erledigen? Aber warum stehen wir gleich am Boot? Hatten wir... Fragen über Fragen. Hatten wir den... Aber wir können auf jeden Fall erstmal unsere Inventar, unsere Zeugs auffüllen. Aber wir hatten doch... das letzte Mal, wo wir einen Generalschlüssel bekommen. Was mache ich jetzt da? Sollte ich heben, werfen. Als wir das letzte Mal einen Generalschlüssel oder Master Key bekommen haben, hatten wir den auch noch, nachdem wir ihn benutzt haben. Und wir haben jetzt hier nur die Truhe aufgesperrt mit. Hier gibt es sicher noch was zu entdecken. Ich denke... Hier? Da hinten ist Bluterz. Da müssen wir irgendwie einen Spring-Move irgendwie lernen. Irgendwann mal. Ich denke, es hilft nichts. Wir müssen irgendwann mal hier wieder zurückkommen, wie ich das sehe. Mit neuen Fähigkeiten müssen wir wahrscheinlich alles wieder abklappern. Wenn wir so viel wie möglich oder alles entdecken wollen. Dann denke ich mal, da war etwas von einem Riff, wo wir die, das Korallendings da bekommen. Da stehen wir nie im Weg. Das Korallen, Schwert. Hallo, ich bin's, Hermit. Du hast das Emblem der Erde wirklich gefunden. Komm zu mir, sobald du Zeit hast. Du müsstest etwas für mich holen. Hermit, das ist der alte Einsiedler, der alte, und das hier ist unser neu entdecktes Brandungsriff. Da kommen Schuppen, gucken wir da gleich mal zuerst nach, oder? Was habe ich nur gemacht? Ich habe auf den Kompass geklickt. Ja, dann unterbreche ich die Fahrt. Aber jetzt, ahoi und hohe Fahrt auf den unerforschten Meeren schippern wir voran. Ich werde langsam heiser, ich muss gleich eine Aufnahmepause machen. Aber die Folge ziehen wir noch durch, die halte ich noch durch. Es ist richtig toll auf Kirakel auf Kirakel werden. Es wird richtig toll auf Kirakel werden. Weg freischießen. Da sind Münzen drin. Bomben besser kaputt machen.
Wow, da kommt noch einer. Wow. Es ist aber eine weite Fahrt. Was war das hier für eine Insel? Wo sind wir nun? Ja, hier ist unser Zielinsel. Da ist das Riff mit dem Korallen. Ja. Hab's wieder vergessen. Brandungsriff. Zäh wie ein Stiefel. Das sind unsere Aufgaben hier. Unsere Quests. Und wir sind angekommen. Dann schauen wir mal. Den altbekannten Skelettgegner. Aber lesen wir erstmal hier. Aufgepasst, Abenteuer. Willst du weitergehen oder brauchst du Grabenstiefel? Wenn ich jetzt nur wüsste, wo man die findet. Ah, wir bekommen... Uah. Uah. Nein. Eben, wo ich noch gesagt habe, wir müssen dahin zurück. Da müssen wir einen neuen Move lernen und so, oder wir brauchen ein neues Item. Es ist kein neuer Move, sondern wir können anscheinend hier noch nichts machen. Oder? Uah. Nein. Schießen wir eben einen Pfeil in den Arm. In den Arm. Mal hier den. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Hier kommen wir. Nein, 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 nein. Hier? Nein, wir kommen nirgends weiter. Wir brauchen das neue Item, die Grabenstiefel. Also, Hermit. Bombeninsel. Was war das hier? Hier waren wir auch noch nicht, aber hier steht kein Name dran. Also zu Hermits Insel ist unser Ziel. Wir stechen in See. Wie gehabt. Ich hoffe nur, die Bomben und Kisten müssten nicht unbedingt wiederkommen. Aber ich denke, sie kommen. Ja, sie kommen. Eine beschwerliche Reise steht uns bevor. Aber wir kriegen ja Wesen. Uah. Mag ich ja gar nicht. Gibt Erfahrungspunkte. Gibt unser Freund. Ja. Ich würde mich gerne auf unserer Schiffsreise mit Seekrank in Ruhe umgucken, aber und die Landschaft genießen. Genießen. Genuss der Landschaft wäre hier schöner als ständig Angst zu haben. Sind wir. Ja, das ist unsere Insel, praktisch unser Zuhause, unser Startpunkt. Das ist Hermits Insel. Und ich denke, ich sag mal, Anker lichten, dann legen wir gleich an. Macht er natürlich alles automatisch, aber es ist halt dramatischer, wenn ich das nochmal so sage. Anker lichten! Da haben wir unsere Aufgaben erfüllt. Die haben wir ja schon gleich unsere drei Quests. Ein bisschen ruhiger hätte sie anlegen können. Aber vielleicht kommen wir auch in neue Bereiche hier. Achso, die.
Einfach mal alles kaputt zerdeppern. Können wir die eigentlich sprengen? Besser weggehen. Oh, wir kriegen Bomben raus. Ja, wir haben eine Bombe verbraucht und bekommen eine neue. Jetzt gibt's Haue. Ich bin richtig wütend. Wo könnten wir da noch hin, wo wir ja nicht vorher nicht hin konnten? Können wir. Ja, hier brauchen wir auch die Sprungstiefel. Hier ist nämlich auch nochmal so ein Blutstein. Oder können wir den Blutstein mit dem Pfeil abernten? Nein, offensichtlich nicht. Aber vielleicht könnte. Warum haben wir immer noch unseren, ja, oben im Bild, unter der Magieleiste? Vielleicht können wir auch mit der Magie neue Wege öffnen. Ja. Wir sollten aber erstmal zu Hermit gehen. Hier ist er, hier ist er. Hallo, Kollege. Ich möchte, dass du in diesen Brunnen springst. Was? Sein Innerstes birgt manch Schrecken, der mich zuweilen des Nachts wach hält. Aber das wird es wert sein. Bring mir ein Paket, das meinem Freund Teppo, dem Archäologen gehörte. Darin befindet sich etwas, das uns weiterhelfen kann. Das sind wohl nicht die Grabenspringstiefel. Aber hier gibt es doch sicher noch Sachen, wo wir vorher nicht erforschen konnten. Was ist das hier? Hier ruht Teppo, der Archäologe. Den können wir ausbuddeln nachher. Jetzt soll ich in den Brunnen springen. Na, wenn du es sagst, dann springen wir in den... Der Brunnen ist zu hoch für dich, um hineinzuklettern. Ja, ja, du hast doch gerade gesagt, ich soll in den... Ich möchte, dass du in diesen Brunnen springst. Ich möchte, dass du in diesen Brunnen springst. Ich bin doch nicht blöd. Ja, also, du willst, dass ich hier reinspringe, aber hier kommen wir nicht rein. Warte nu. Hier oben ist unser Zeltchen. Da wohnten wir mal. Und warte nu. Also gehen wir mal hin zum... Der hatte was von dem Teppo. Ja, und wir müssen auch länger schwimmen können da hinten. Ist bestimmt auch noch was zu erkunden. Was haben wir hier? Triff mich am Brunnen in der Nähe deines Zeltes, Hermit. Ja, da waren wir schon. Bringt wohl nichts da reinzugucken. Aber hier können wir mal an dem Checkpoint checken. Ich check es nicht. Wie gesagt, zu Teppo, dem Grab dort hinten. Vielleicht können wir es mit den Bomben ausrichten. Nein. Können wir das Grab aufsprengen? Nein. Aber ich glaube, hier waren wir auch noch nicht runter. Das geht hier. Ja, hier waren wir. Wir waren ja hinten. Nein, Moment. Das letzte Mal sind wir unser erster. Da sind wir hinten rüber. Ich glaube, hier waren wir nicht rein. Da wollte ich, glaube ich, nicht, oder? Höhlen. Wir sind wieder in den Höhlen. Aber wir haben noch, Gott sei Dank, hier noch die gleichen einfachen Gegner. Wo kommen wir denn nun hin? Sonson-Klippe. Da sind wir einfach nur hier hochgekommen. Dann geht's hier wieder zurück. Da war ich nochmal blöd.
Was mache ich jetzt denn? Nochmal blöd. Wir müssen von oben in den Brunnen rein. So sehe ich das jetzt kommen. Also nochmal zurück, den alten Weg. Hier hoch. Checkpoint aktiviert. In die Höhlen runter. Oder? Nein. Ja, von oben her. Von oben müssen wir rein in den Brunnen. Wir, Hermit hat es gesagt. Das ist ein alter Mann, der ist sehr weise. Wenn der sagt, spring in den Brunnen, da springen wir rein. Wenn der sagt, spring in den Rhein, springen wir auch rein. Ja, wir springen in den Rhein. Wenn mir fällt nichts Besseres ein, dann springen wir. Moment. Da hinten ist der Brunnen. Wir springen in den Brunnen. Grab des großen Chronolisten. Ich hatte recht, der große Chronolist liegt auf dieser verlassenen Insel begraben. Ich kam mit meinem Freund her. Wir bauten eine Operation Basis. Auf dem Felsen. Er wird Notizen anfertigen, während ich dieses Grab studiere. Wow. Und das bedeutet, wir gehen als Tomb Raider, als Grabräuber, gehen wir hier. Treten wir in Aktion. Der große Chronolist, Gelehrter der Vergangenheit und Zukunft, ruht hier. Dieses Grab ist von den allmächtigen Gaia und Kronos gesegnet, von Anfang bis zum Ende. Der Raum der Antworten verleiht dir das Wissen, das du brauchst. Ich brauche kein Wissen, ich brauche Grabenhüpfstiefel. Da ist noch eine Nachricht. Ein Geräusch raubte mir den Schlaf. Ich bin ein wenig nervös, aber wenn ich an die Durchbrüche in der Geschichte Arkadiens denke, die drinnen zu finden sein könnten, muss ich mich meinen Ängsten stellen und eintreten. Das macht mir jetzt Mut, hier weiterzugehen. Hier ist eine verschlossene Tür. Das heißt, wir gehen nicht weiter. Ein Blutstein. Und nochmal so ein Rost-August. Erkennen Sie die Melodie? Die Magie, die ein... ja, toll. Genial. Kann nicht runter. Werfen mir dir eine Flasche an den Kopf? Nein! Geht auch so. Ich habe jetzt gedacht, warum habe ich nur die Flasche kaputt gemacht? Ich habe da so meine Bedenken. Wieder ein nettes Schieberätsel und kein Reset-Schalter in der Nähe, oder? Es scheint, als hätte die arkanische Technologie während der Düstervollkriege einen Riesensprung gemacht. Die Arkanier vereinten ihr Wissen über Technologie und Magie und bauten drei riesige Maschinen zum Schutze Arkaniens. Diese technologischen Wunderwerke waren als Legende, als lebendige Festungen bekannt. Ja. Wow, das will man haben. Unser Schlüssel.
Und hier, was sollen die... Was denn das? Nur damit ich... Ach so. Ja, hier wäre ich nicht zurückgekommen. Also, ein wirklich schweres Kistenschieberätsel. Wollte ich die eigentlich an den Kopf werfen? Jetzt geht's hier weiter. Aber ich gucke mal auf die Uhr. Und da bin ich stur. Ich beende die heutige Folge. Nicht bevor ich dich verkloppt habe. Ich will die Folge beenden und abmoderieren und du störst mit deinem Geflatter. Abmoderieren? Ich glaube, der will mich ver... Und da hinten... Der will mich verarschen. Aber das macht... So machen wir's. Auch wenn ich jetzt zwei Bomben verschwendet habe, scheißegal. Wir können ohne Geflatter abmoderieren. Aber jetzt hier ruhig ein Skelett tapsen. Ich will gerade abmoderieren, hallo? Es ist leider so, die Gegner verstehen nicht, dass wir hier ein Let's Play machen. Und ich gerade am Moderieren bin. Das sollten die doch mal, das sollte man dem, ja, boah. Ich sag einfach auf jeden Fall für die heutige Folge tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Oceanhorn. Ciao!